werden uns das anschauen. Sieht auf jeden Fall komisch aus. Der mit dem russischen Namen, der steht sowieso schon auf der Beobachtungsliste, das kann ich mal so offen sagen. Der ist schon des Öfteren aufgefallen. Die anderen Kollegen werden auch auf jeden Fall beobachtet. Und what the fuck? Aber war eine geile Schlacht. War richtig, richtig geil. Übel, übel, übel geil. Na komm, Alter. Was geht, Anli? Was geht? Nicht, ja. Ja, aufgewacht, ja. Ja, aber. Bitte aufgehen. Oder wenn wir dürfen? Ja, können wir doch, oder nicht? Also offen reden, aber einfach nur so, weißt du? Ja, schieß los. Ich muss sagen, hat mir übel Spaß gemacht. Ja, das auf jeden Fall, aber ich war richtig dumm, Bruder. Richtig sehr, sehr unnötig. Ja. Sehr, sehr, Bruder. Was hast du gemacht? Also, was ich. War ja alles auf die Berge, also das Fight lief hier auf die Berge raus. Die waren ja alle auf die Berge fokussiert. Ja, ja, wir haben die so gefickt, wir hätten eigentlich Pressure müssen da runter. Bruder, ich, Idiot, renn alleine in deren Anwesen rein von hinten, weil ich dachte, die sind alle fokussiert auf die Berge und sind auf den Dächern. Ui. Auf einmal, ich guck, die chillen da bei deren in Maisfeld. Ich denke mir, Digga, was machen die da? Der ganze Fight ist ausgelagert auf die Berge. Die chillen da im Maisfeld. So, ich hätte die alle von hinten geholt, Bruder. Aber egal, es passiert, scheiß drauf. Aber Craig, Bruder, Respekt. Craig hat 8 Leute geholt und nicht 4. Bruder, Respekt auf jeden Fall, Janne. Ich bin stolz auf jeden einzelnen, Bruder. Was hast du gesagt? Ich sag, ich bin stolz, definitiv, Bruder. Janne, ich hätte niemals damit gerechnet, dass es überhaupt so lange geht. Bin ich dir offen und ehrlich. Digga. Wenn es 25 gewesen sind, weißt du? Und ich 4 geholt hab. Und Cracky 8, dann haben wir ja schon die Hälfte geholt. Ich glaube, Mahmoud hat auch einige geholt. So, ich verstehe dich, weiß nicht, keine Ahnung. Egal, auf jeden Fall war sehr geil, Bruder. Ne? Also, das war auf jeden Fall ein Statement, würde ich sagen. Jetzt werden wir halt gucken, ne, wie das alles verläuft. Und was passiert. Mein Chat schreibt, das waren 24, das heißt, wir haben genau die Hälfte dann geholt. Aber kann doch nicht sein. Ich verstehe das auch nicht. Also Mahmoud hat wohl 3 geholt. Hm? Mahmoud hat, glaube ich, 3 geholt. Keine Ahnung. Egal, scheiß doof. Aber nee, wie gesagt, ich habe damit ehrlich nicht gerechnet, Bruder. Umso mehr die Leute jetzt noch mehr Bock. Weißt du, was ich meine? Weil jetzt haben die gesehen, okay, wir haben doch was drauf. So. Weißt du, was ich meine? Also unsere Leute. Ach, und Olaf hat auch geholt. Also wir sind... Also, wir sind schon stark. Wir sind schon sehr stark. Also war geil. Guck mal, Bruder. Dafür, dass es 2 Parteien waren und dafür, dass wir das erste Mal eine Aktion zusammen irgendwo starten, wo wir gar nichts kennen, Bruder, war doch schon sehr stark, bin ich ehrlich. Ja, was geht? Was geht? Jungs, machen wir noch mehr im Krankenhaus auf? Wir sind hier schon 4 Leute. Ja, ich glaube, wir. Ja, ich glaube, es kommt noch. Ich hab gut hochgeholt. Und dann hab ich. Wie hochgeholt? Was passiert? Wo bist du? Ich bin jetzt 5014. Brauchst du Hilfe oder was? Was machst du denn? Ich brauch keine Hilfe. Der Medic hat mich bestimmt noch was abgelassen, der war richtig korrekt. BAM! Hey, du Wichser! Ich bin am Krankenhaus. Jungs, wartet am Krankenhaus, wir holen euch nach und nach alle ab. Ja, Jungs, das Einzige, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich noch einen Waffendeal machen wollte, beziehungsweise gemacht habe. Keine Ahnung, Bruder. Also, beziehungsweise, ich weiß noch, dass ich noch ein, dass wir einen Waffendeal anlaufen hatten und der aber erst nur halb abgeschlossen ist. Ja, du warst dabei, du warst nicht dabei. Kann vielleicht jemand anders fahren, ich hab Kopfschmerzen. Ja, holt mal auch Olaf Toast ab, bitte, ja? Wo? Und warte auch am Krankenhaus, Digga, Jungs, am Krankenhaus. Ja, ich bin nochmal unterwegs.
Jo, ich bin mal ein bisschen und rede jetzt mit dir. Ich bin aufgeholt worden. Wie? Wo bist, wo steckst du gerade? Bei Bitcoin. Also ich kann mich eigentlich an alles erinnern. Aber ich bin auch gerade erst aufgewacht wieder. Ich weiß noch nicht warum. Warum steckst du bei Bitcoin? Was ist da los? Soll ich das mit Bitcoin klären oder kriegst du das hin, Digga? Kann hat gesagt, du bist eingeladen. Du kannst kommen, wenn du willst. Hm. LCN, Fahrzeug ist am Anwesen unterwegs. Okay, okay, alles klar. Ich will auch kommen, Mann! Ich werde kommen, ich warte noch auf Olaf. Und dann werden wir dahin gehen. Ansonsten wird sich da keiner aufhalten, ja? Jungs, alle kommen erstmal zum Anwesen. Und es werden unsere Leute vom Krankenhaus sowie Toast abgeholt und zu uns am Anwesen gebracht. Kümmert euch drum. Ich drehe gleich einfach wieder um, ich lasse euch oben raus und fahre wieder zurück, wa? Easy. Klebsfrage gefallen. Willst du Submod rausmachen? Mods könnten wir Submod rausmachen. Danke nochmal, Igel, für deine 3000 Bits. Du fährst direkt wieder zurück, okay, Bruder? Richtig, ja, ja, hab ich gerade gesagt. Okay, wir steigen hier aus. Mit welchen Grafikeinstellungen spielst du? 4 zu 3 ist auf diesem Server nicht Haupt. 16 zu 9 oder 16 zu 10. 4 zu 3 ist ein Bannengrund. Ich habe 16 zu 10. Guck mal Stream. Einen Moment. Ich habe deinen Stream die ganze Zeit geguckt. Das schaut aus wie 4 zu 3. Nein, nein. Guck mal Grafik. Grafikeinstellung. 16 zu 10. Siehst du? Warum ist aber das bei dir das Auto so breit? Ich weiß nicht. Ich habe hier 16 zu 10, Bruder. Aber bei dir ist das Auto so breit, als es 4 zu 3 wäre. Hast du irgendwelche Mods installiert? Nein, nein, gar nicht. Siehst du ja auch an Reshade und so. Also stell mal um auf 16 zu 9, bitte. Einen Moment, 16, Grafik, 16 zu 10. So, nochmal. Siehst du? Und jetzt testen wir es mal kurz mit nach. Was war das? Man sagt, Chido spielt 4 zu 3 und das Bangrund. Huch. Jetzt ist ja auch mehr so ein Motherfuckers-Kapper. Naja. Der soll sich mal entspannen. Mega AP. Das ist jetzt 16:10. Oder? Nee, du hast 16:09 umgestellt. Nein, nein, jetzt, ich habe wieder auf 10 umgestellt. Okay. Also, bei, also es hat vor, keine Ahnung, 5 hier, Minuten im Stream ausgeschaut, als es extrem 4 zu 3 wäre. Nein, nein, ich hab es extra abgesprochen und mir wurde gesagt, Bruder, 4 zu 3 geht nicht. Mhm. Ja, ich wusste es nicht und dann habe ich auch sofort 16 zu 10 gemacht, Bruder. Also ich habe. Okay, ne, dann ist in Ordnung. Dann entschuldige mich für die Störung. Alles gut. Hat halt im Stream so ausgeweist. Ja, ja, okay, alles gut. Gut, nee, nee, ich wünsche euch einen RP Polizei. Ja, was ist los, Basi? Twitch Prime ist kostenlos, Digga. hab ich besser schon. Besser ist es, Digga. Sonst komme ich zu dir nach Hause. Bei wem hast du? Bei ihm? Bei Sparta. Jo, Marcel. Hey, hey, Schmutz, Alter. So, ja, sorry. Alter, ich scheiß auf dich. Nächsten Monat, ja, nächsten Monat bekommst du, Basi. Wunderbar. Besser, ich, Mann, scheiß auf ihn. Halt deine Schnauze los, bevor ich dich hier ficke, du Wichser. Ja, ciao, Jungs. Hau rein, der. Ciao, ciao. Ein geschenkten Gaul guckst du nicht ins Maul. Aber für 50 Millionen Blackjack spielen, ja? Schnauze. Jo, Toast, wie geht's dir, Mann? Ach, seitdem du bei der Mafia bist, machst du mich immer geiler, Digga. Ja, aber du hast Wurstfinger, darauf stehe ich nicht. No. Mit viel Spucke passt alles. Das ist unser Abi, Digga. Ist irgendwer von euch nicht im Krankenhaus aufgewacht?
Ich. Du? Ja, aber ich bin gerade erst bei der Action so aufgewacht, weil ich irgendwie im Auto geschlafen bin. Ich glaube, ja. Action. Ja, ich habe was im Funk gehört. Was denn? Also ich habe jetzt nur so gehört, dass irgendjemand abgeschossen wurde, aber mir auch nicht. Was meint ihr, dass wir bei Kali waren? Ja. Das würde auf jeden Fall passen. Wir waren bei Kali, Mann. Also als ich im Krankenhaus aufgemacht bin, war das so Kali auf jeden Fall, ja? Stimmt, ihr wart doch alle auf dem GPS. Also sehr viele sind auf jeden Fall von dem Kali im Krankenhaus gewesen. Was? Hüte dich, Watto. Aber nicht gut gekämpft, wo willst du das wissen? Ich weiß ganz genau, was Olaf gerade im Kopf hat, Digga. Geil. Rick, erzähl weiter, Digga. was meinst du noch, Digga? Jo. Halt deine Fresse, Rick, du Vollidiot, Mann. Das ist dumm wie Scheiße, Alter. Digga, der. Jawohl. Das ist aber, Digga. So dumm, der Junge. Oh Gott. Das kannst du dir halt wieder nicht ausdenken, ne? Das meine ich doch, ich würde. Er wurde hochgeholt, Vatos, alles gut. Hä? Achso, der wurde hochgeholt, oder? Achso, ja, das wissen wir doch nicht. Digga, was macht ihr mir so Angst, Alter? Ich dachte, ich darf euch nichts sagen, Alter. Ich hatte schon die Ausreise im Ticket nach links gesehen. Warte, du darfst uns halt nicht sagen, wie wir gestorben sind, ja. Das ist halt. Na klar, ja, okay, Bruder, ich weiß was. Kannst du mal nicht sagen, mit wem wir Probleme hatten, ja? Ich hatte. Warte, wer ist gestorben? RP Polizei, ich distanziere mich. Ich auch, ich distanziere mich auch. Ich auch. Hey Junge, ich hab kurz Angst bekommen, Junge. Ich nicht. Nee, ich nicht. Nee, Mann. Check. So. Leider sind meine Arme noch so schwer, sonst würde ich einen reinhauen, Mann. Rick. Jungs, ich würde vorschlagen, fahrt die Autos raus. Wir fahren jetzt in den Crips rein. Was soll die Scheiße? Wo ist Cracky? Ich sage, lieber einmal gehen in die Autos einmal zu Rick. Ja, irgendwo hin, ja? Ja, ich, ein bisschen rum. Ich dachte schon, was habe ich jetzt falsch gemacht? Ja, so, Cracky. Jungs, habt ihr gehört? Wir waren bei Kali! Habt ihr gehört? Haben wir viele gefickt? Die waren auch hier. Ihr habt so gut gekämpft, Mann. Wir haben so viele geholt. Oh. Wie viel hast du getötet denn? Ich glaube 2, Mann. 0. Ich habe viel verteilt, Mann, auf jeden Fall. FIFA. Was hast du gespielt? FIFA? Viel verteilt. Ah, aber keine beendet, ja? Bringt's wieder nicht zu Ende. Warte. Das war nur Spaß, Mann. Aber. Okay. Ein Kuss auf dein Herz. Stop doing this fucking noobball, you fucking shit. Klingt so, als hätten sie gute Männer da, Toast. Was riechst du heute so komisch? Was meinst du? Ich hab Dior drauf. Dieses Sauvage-Ding da. Na, du hast heute Toilette drauf. Heute Jarak hat er drauf. Heute Jarak. Mann, wo ist mein Kater, Mann? Junge, warum machst du das? Wie, warum machst du das? Weil du dumm bist, deswegen. Du bist dumm. Schau dich mal an. Du bist der Dümmste hier. Ja, oh mein Gott. 10 Jahre später, Alter. Ja, du hast gar nicht reagiert, und? Ja, weil du wie eine Fliege schlägst. Dann kommt da hin. Hey, Toast. Rick. Ruf mal den Olaf an. Oder warte mal, ich ruf den mal an. Oder ruf mal einer den Olaf an und frag, wo er ist. Ja, ich ruf an. Jo. Ich frage mich, wie Cracky 8 Leute getötet hat. Marcel. Jo. Gehen nur bestimmte Leute hoch? Ja. Ich ruf mal Bitcoin ein, ja? Wenn dann nur wir dann, ne? Mhm. Oder er soll runterkommen. Hermano! Winter Edge legt wieder los, Digga. Ich glaube, der Ich danke dir für deine 25 Gifte. Kuss, Winter Edge. Go. Danke dir, Winter Edge, für deine 25 Gifted und für deinen ganzen Support. Ich küsse dein Herz, Bruder.
Bruder, das... Digga, Olaf, geht nicht an, Mann. Das kann, das ist... Ey, was überfährst du mich? Sorry, Vatos. Digga, direkt Blatt auf, wie dumm ist das? So, bist du am Anwesen, oder was? Marcel, Olaf, geht nicht. Okay, ey, Jungs, keine Waffen, oh, Digga, ja? Komm mit. Wir klären das. Bitcoin, ja? Wunderbar. Bruder, Winter Age. Alles klar, ja. Der Mann, ne? So machen alles wir das, Digga. Und egal, egal, okay. Bis klar. Sorry, Vato. Ja, egal, scheiß drauf. Fürs 22 Gas hab's wieder. Ja, ne. Jungs, fürs dein Herz. Alle raus, rausfahren. Wir fahren hoch zu Bitcoin. Alle mit hinterher. Warte, Marcel, komm her. Marcel, komm her. Schlafen, ja. Komm her. Willst du das wirklich mit allen machen, oder? Leute, mit dir reden. Die warten draußen. Ja. Rick, kommst du kurz her? Ich? Ja. Was ist denn los? Weißt du, warum ich mit dir reden möchte? Kannst du es dir vorstellen? Was denn? Bist du dir sicher? Ne, wirklich nicht. Gib dir nochmal 10 Sekunden zum Nachdenken. Hä? Ich weiß echt nicht worüber. Denk bitte nochmal drüber nach. Du hast uns erzählt wegen Kadi. Das ist jetzt deine letzte Chance. Achso, das ist über Kadi oder was? Dass ich das gesagt habe, dass wir bei Kadi waren? Er darf es halt nicht. Warum darf ich das denn nicht wissen? Nein, du darfst es wissen, aber du darfst uns von der Situation nicht erzählen, Digga. Ich dachte nur, wie man gestorben ist, darf man nicht erzählen. Nein, du darfst von der ganzen Situation nichts sagen. 50 Subgifts sind drin. Oh. Also boah, man darf von der Situation was sagen. Ich dachte, ich darf von der Situation sagen, aber nicht wie die einzelnen. Das war auch los. Also, es tut mir leid, dass ich das jetzt hier so sagen muss, Rick, aber dafür gibt es leider eine Auszeit, ne? Das weißt du? Aber warte mal, ey. Jo, wartet mal, ey. Ich habe das auch letztens mit der RP-Polizei so besprochen. Wieso fliegt jetzt hier runter hier? Hallo? Ihr hört mir jemand zu? Stop the cap! Er wollte Captain safe, oder? Jungs, erklärt mal ganz kurz. Was jetzt genau erlaubt ist, was nicht, bitte. Danke dir. Ich war der Meinung, Moment, ich muss mich erstmal ganz kurz um Rick kümmern. Einen Moment, ich muss mich kurz um dich kümmern. Lass ihn auch noch kurz mitreden. Bruder, ganz kurz, Digga. Das ist doch safe ein Joke, oder nicht? Keine Ahnung. Hä? So. Da muss ich mir jetzt einmal kurz drum kümmern. Jojo. Dann erzähl mal bitte, was man jetzt erzählen darf, was nicht. Digga, das wird jetzt körperliche Gewalt. Ey, beruhigt euch jetzt hier langsam Subs. Hier mal. Ich küsse deine Scheiße. Amina, was hast du mir gemacht, ja? Ja, wir warten. Wie bitte? Ich hab's nicht verstanden, tut mir leid, muss nochmal sagen. Achso, erklär mal, was er falsch gemacht hat. Nichts, das war nur Verarsche. Ohne Sinn, Bruder. Ich hab's so gewusst, Digga. Ich wusste es aber, ich schwöre, ich wusste es. Ich wollte nicht rummachen, Arschloch, Digga. Ohne Sinn, Bruder. Ey, hielt mich mal hier weg. Verdammte Scheiße, Mann. Der Arme, Digga, hat die Hose Scheiße, ey, weil ich rummach, komm her, lass den Pepole schlagen. Komm her, du Wichser. Ich geb ihm Kopfschuss. Komm her. Hallo, wir müssen zu Bitcoin. Okay. Hört auf. Aufhören, Digga, wir müssen zu Bitcoin jetzt. Entspannt euch. Da liegt der Schmutz, Digga. Jungs, hallo. Holt mal Trost hoch. Ey, hört jetzt auf. Oder Winter-Age. Signore RP-Polizei. Bruder. Ich brauch einmal eine Heilung, weil ich hab eben den Sound festgesteckt. Gibt's nicht. Wenn das möglich ist. Ich brauch eine Heilung. Aber woran liegt das eigentlich, dass ich keine Verbandskästen benutzen kann? Es sagt mir die ganze Zeit, dass ich hier nur alle 5 Minuten eine benutzen kann. Danke dir für deine 125. Olaf, da steckst doch wieder du dahinter, oder? Insgesamt. Kleiner Wichser, Digga. Oh, einmal dicke Liebe für Winter. Digga, er hört nicht auf. Warten. Er hört nicht auf. Ja, hab ich. Du bist ja richtig witzig, ja? Nein, kannst du wieder. Er weiß schon. Wir haben fast 22 Kassabs für ihn jetzt. Alter, verweilt Digga, der arme Junge. Ja, weil ich kann mich jetzt zum Beispiel nicht heilen. Könnt ihr mir kurz ein bisschen verbannen, oder? Olaf, du musst jetzt mitkommen, Mann, weißt du? Ja? Weil du bist ja mein Bündnispartner. Und wir müssen gemeinsam mit Bitcoin reden, ja? Bitte schon. Okay. Jo. Er wartet. Ich brauche unsere Jungs warten dort. Wenn ich da hingehe, ja. Du brauchst ihn auch. Dann ist es offiziell. Dann bitte schön. Kriegt er erstmal den hier.
Danke. Ja, das ist gar kein Problem, Digga. Einmal dicke Liebe für den. Polizei, bitte verschwinden Sie. Und alle, der ein Subgift geschenkt bekommen hat. Ja, los, weg mit euch. Geht mal arbeiten. Na, sonst was, hä? Geht mal arbeiten, ihr! Bruder, ja, hier, Moment. Hände was? Hoch, Hände hoch, Hände hoch! Ich will dein Geld sehen, ich will dein Geld sehen! Los, los, komm nach ganz vorne. Was? Was? Ziel noch einmal auf meinen Bündnispartner, du Arschloch, hä? Was jetzt, hä? Komm schnell noch auf! Oh, kann er nicht aufgehen? Oh, ja, ja, kann er nicht aufgehen? Was wollt ihr, Mann? Legt euch nicht mit mir an, Alter! Legt euch nicht mit mir an, ihr Wichser! So, Jungs, wir müssen jetzt jalla, Digga. Komm. Ehrlich. Jungs, alle einsteigen. Ja, sag ich hier ein. Jo, bitte rein. Ciao, viel Spaß euch! Jo, ciao. Warte, warte, los. Steig auch rein. Los, komm mit. Hey! Was denn? Heim mich mal schnell. Egal, egal, egal. Nein, Digga. Bruder, sind wir hier im Ding oder was? Steig jetzt ein, Video. Geht nicht. Ach, wir sind voll. Andere Seite, Mann. Hey, hey, ist bei euch auf Platz? Bruder, Winter Edge, chill mal! Bruder, ey. Oh, man, keine Spacke. Ist full, ist full. Yo, yo, keiner will mich! Er holt dir den Motocross, der war abfackelt, der wartet. Danke dir, Winter Edge, für deine. Bruder. Du hast halbe Niere. Digga, er hört nicht auf. Er hört nicht auf. Es interessiert ihn nicht. Er macht gleich die 22k voll. Winter Edge, Bro? Wie viel hat der jetzt insgesamt? Ich kann gar nicht mehr mitzählen. Danke auch für die Bits. Oder er hört nicht auf. Er hat 2000. Jungs, ja, 2025. Ja, ich könnte mich halt mal. Rick, verpiss dich, keiner wollte dich eh haben. Free Rick, Digga. Junge, wenn ihr zusieht, sagt ihr. Ey, yo, Schnauze da. Bist du jetzt auf dem Weg hier zum Anwesen, zum Bitcoin auf dem Weg oder was? Danke dir, Winter Edge. Für deinen Bruder. Okay. Bruder, der Junge hat wahrscheinlich mehr Bitcoins als ich Haare, Digga, Haare auf meinem Kopf. Danke dir, Bruder Winter Edge. Bruder Anil. Ey Jungs, was geht hier ab? Anil, danke dir auch für deine 25 Gifte und Winter Edge auch wieder mit 25 giftet. Dreimal dürft ihr raten, wer wieder nicht mehr hat, Digga. Das ist fett. Weil es gibt Kopfschüsse dafür. Bruder Winter Edge. Es hört nicht auf, er hört nicht auf. Habt ihr noch frei? Habt ihr noch Platz für den Auto? Ja, ja, bei mir. Ja, komm mal zurück. Servus. Wo zurück? Ich bin ganz hinten. Hinter uns, hinter uns. Der ist hinter uns, hinter uns. Zurück. Wo bist du? Winter Edge, Bruder. Ich weiß nicht, wie viele es insgesamt sind. Ich sag am Ende nochmal danke. Aber Bruder, ich küsse deine Schamhaare oder so. Jungs, wir gehen alle gemeinsam rein, ja? Keiner geht schon mal rein. Zu spät. Aufpassen. Okay, wir können es ausschränken. Bruder, Itachi, sein Sharingan, danke dir auch für deine 5 Gifte. Und Winter Edge, danke dir für deine insgesamt über, ich weiß nicht, 200 oder 300 Gifte, die du hier gelassen hast. Wirklich. Ey, Bruder, er begrüßt halt nur Ding, Mahmoud, der Kleine, wie gesagt. Komm her, ne? Ach, Digga, ich bin auch noch hier. Du bist unwichtig, Junge. Ach, Spaß. Ey, wo ist Mahmoud? Ich bin hinter dir. Breitenbecks Zigaretten sind ohne Nikotin. Sonst hätte er schon lange Lungenkrebs gehabt. Ja, ich rauch auch nicht mit Nikotin. Ich rauch pures Gras. Okay, und ich toleriere keine Drogen in meinem Haus, Hermano. Okay. Deswegen darfst du hier nicht rauchen. Das ist nichts Persönliches. Hör zu, Hermano. Olaf, ich sag dir ehrlich, ich verstehe dich auf einer Seite sie, auf einer Seite nur. Denn ich sag dir meine Seiten. Erstmal, ich finde das immer wieder schade, dass egal was man fragt, musst du, weil du gezwungen bist, dadurch immer wieder sagen, ich weiß davon nichts. Es ist viel zu viel in deiner Familie, wovon du nichts weißt, Olaf. Und das ist einfach so. Und das ist kein Vorwurf. Die zweite Sache ist, ich habe dich angerufen, Hermano, und ich habe dir gesagt,
Kannst du mehr herausfinden? Weißt du etwas? Du hast gesagt, ich werde herausfinden und werde dich kontaktieren. Dass daraus ein Angriff von eurer Seite aus wird, das war mir nicht bewusst. Aber was mir bewusst war, ich kann dir sagen, in diesem Moment, wo ihr hergekommen seid, wollten wir, beziehungsweise meine Männer, gerade los zu euch auch gehen. Denn sie hat mich die ganze Zeit, wir müssen, Mr. Bitcoin, wir müssen, wenn sie das wüssten, diese Gründe, wir müssen es tun. Ich sage zu, Hermanos, ich muss euch als Familie vertrauen. Wenn ihr denkt, das ist richtig, dann okay, los. Dann wären wir los, während ich und Don Teflon zu einem Anwesen kommen wollten, um zu gucken, ob vielleicht eure Leadership da ist. Wurde durchgefunkt, Hermanos, wir brauchen gar nicht loszufahren, die sind hier. Wir wollten gerade losfahren. Wir haben Autos ausgeparkt und alles mehr dafür, Kolonnen und so weiter. Aber ihr wart schneller, no problema. Jetzt ist meine Frage, für was, Mirda? Für Beleidigungen? Ist das damit recht zu fertigen, Olaf? Ein Krieg zu führen wegen einer Beleidigung? Moment, Moment, Digga. Das war nicht nur eine Beleidigung, Digga. Du weißt ganz, du weißt es vielleicht nicht, Digga. Aber ich siehst du, du weißt nicht, Marcel, du weißt nicht mal, worum es geht und Mirda, du redest einfach dazwischen. Du weißt nicht mal, worum es geht. Warum denn? Ja, ich nehme mal an, wegen der Aktion vorhin, Digga. Welche Aktion? Ja, von was redest du denn, Digga? Das ist das, was ich meine, Marcel. Ja, lass lieber Olaf weiterreden. Wie lass lieber Olaf? Wer ist denn der Herr in dem roten Hemd? Warten Sie mal. Da ist irgendjemand Fremdes dazu. Nee, das ist kein Fremder, Digga. Das ist Toast. Ah, seien Sie gegrüßt, Toast. Ach so. Der hat sogar gerade mitgeschossen, nur mal so. Hermano, er ist einer der engsten Freunde von denen. Erwartest du, dass er zu uns steht? No. Ja. Dann wundert mich das auch nicht. Voice-Crack, setz dich mal richtig hin, du Arschloch. Ist auch egal. Fick dich doch. Endeffekt ist ja mein Stress halten. Also, Oktagramm hat Stärke bewiesen und angegriffen. Aber Fakt ist, ganz kurz, dass wir hier jetzt in einem Raum stehen, weil irgendwelche Belanglosigkeiten zu einem kleinen Disput geführt haben. Und das Wichtigste ist, die Leute, die beschuldigt werden, können sich nicht mal dran erinnern. Fakt ist aber, dass die Leute in einem Raum sitzen, die Freunde waren und sind. Und obwohl geschossen wurde, sehe ich das erste Mal, dass danach vernünftig geredet wird. Es wird respektvoll. Wir haben noch nie ein Problem miteinander gehabt. Das ist das erste Problem. Tja. Und irgendwie bin ich der Meinung, dass es nicht mal wert war. Mahmoud, erzähl doch nochmal bitte die Situation. Ich glaube, du weißt ja noch, was ich meine, was mit Breitenberg vorgefallen ist an Respektlosigkeit. Mahmoud, ich nicht. Fasi, komm mal bitte. Ach so. Der ist gar nicht da. Der ist doch, der ist hier vor Tür, der ist Litecoin am Reden. Ach so. Mit Litecoin. Ich soll auch sehr gute Freunde. Geiles Spiel. Ja, natürlich. Ich dachte, Mahmoud und ich wären auch Freunde gewesen. Hermano, man entscheidet sich am Ende immer für seine Familie. Darüber brauchen wir eh nicht zu reden. Wir brauchen nicht enttäuscht zu sein, denn wir wollten genauso angreifen, wie die uns angegriffen haben, sie. Nun, genau, ihr seid mit dem Helikopter Hermano, geflogen. Tut mir leid, wenn ich euch unterbreche. Zum Spot. Wir haben eine gute Frage hier. Wir haben hier eine gute Frage. Eine Frage steht nach vorne. Ich bin Pablo hier. Und zwar, wenn doch Herr Toast ein Zivilist ist, warum schießt er mit? Er ist kein Zivilist. Was? Hermanos, hört mal zu. Bitte, ich will Olaf, diese Scheiße hier nicht wissen. Bevor er wieder irgendwie dazwischen geredet wird. No, Hermanos. No. Über diese... Ich will sehr gerne. Ja, er kann es auch übernehmen, Digga. Bitteschön. Selbstverständlich werde ich Familie Artisch wieder zurückholen. Und Familie Artisch ist bereits schon da. Also ist es jetzt offiziell. Hermanos, ihr müsstet doch spätestens, als Olaf dort lag am Boden. Olaf konnte mich nicht hören, er war bewusstlos, habe ich gesagt, er hat uns angelogen, am Telefon, also mich. Da wusste ich schon, okay, er hat seine Familie gegründet. Das wiederum heißt, dass er sich mit den OGs verbindet. Hermanos, ihr müsst weiterdenken. Das erklärt mir nie wieder mit dieser Scheiße, einen Sündenbock zu machen. Oder nicht, Mr. Bitcoin? Hermanos, das weiß ich nicht. Aber es ergibt einen Sinn. Sieh, da hast du recht. Es ergibt einen Sinn. Wo ist denn Mahmoud jetzt? Den brauchen wir unbedingt, sie. Fassi, hol ihn. Sie sollen später reden. Der steht draußen vor der Tür. Hola, Sosa. Was geht? Wenn das gestattet ist, einmal vielleicht kurz die Beine vertreten und wenn das in Ordnung ist, würde ich kurz draußen einmal pinkeln gehen. Dann macht das noch Probleme. Kann ich in die Weinberge pissen oder schmeckt der Wein an Scheiße? No, der gibt dann einen besseren Aroma. Fragt ihn da, er trinkt doch den ganzen Tag Wein. Ja, Breitenberg, Mirda. Aber er trinkt Alkohol und Wein. Wir verkaufen nur Traubensaft, Mirda. Isko, beweg dich kurz.
Jo, chill mal, ich schlaf schon nicht ein. Jo. Braucht ihr Essen, Trinken? Nein, Mann, danke schön, Bruder, let's go. Oh, Mahmoud, mir hat deine Stimme habe ich vermisst. Ich war doch, ich bräuchte was zu essen. Jetzt, Mann, alles klar. Alhamdulillah, alles gut, mein Bruder. Was ist denn mit dir, Bruder? Hey, ich bin schockiert, Bruder. Wie, irgendwas mit Schüsse, mal Schüsse, was mit dir, Bruder? Das musst du uns jetzt erzählen, Armand. Du bist jetzt hier der wichtigste Mann mittlerweile. Boah, Bruder, ich weiß nur noch... Alle warten auf deine Aussage. Ich weiß nur noch eine Sache von Breitenberg, Bruder. Alles andere, keine Ahnung, da ist nichts passiert. Die Sache ist nämlich auch wichtig. Ach so, soll ich dir das von Breitenberg erzählen? Warte lieber, bis Olaf meine Trauben angepinkelt hat. Wiederkommt. Armand, so angepisst, Bruder. Ich bin neben Krankenhaus, so ein kleines Hotel, verstehst du? Da bin ich dann eingeschlafen und gerade immer wieder aufgewacht, Bruder. So viel Frust hatte ich. Kuss, Kuss, Kuss. Okay. Sehe, da will jemand von euch was sagen. Ich weiß nicht, wer das ist. Cheeto, Cheeto. Cheeto. Also Cheeto. Eine Sache verstehe ich nicht. Bitte? Bis gestern wollte Kali ein Bündnis mit uns und jetzt wird geschossen. Das verstehe ich nicht. Der war gut, Cheeto. Klappt aber nicht, Hermano. Das klappt nicht, aber wir wissen alle, dass ihr uns dazu angestiftet habt, Fitner zwischen euch beiden zu machen, damit ihr zu uns könnt. Und bitte was? Wer war das? Ihr gegen uns schießt. Man halt die Schnauze da unten, Digga. Warte mal, warte mal. Lass uns doch mal bitte ausreden. Lass uns doch mal bitte ausreden, Leute. So. Ich verstehe das nicht. Wer lacht? Wieso ihr... No, kurz. Ja. Jetzt lasse ich nicht ausreden. Wer hat gelacht? Einer von euch, das war keiner von uns. Das war einer von euch. Oder? Wenn wir schon hier offen sind, dann lasst uns alle offen reden, Leute. Warten Sie. Ich hab gelacht. Ich hab gelacht. Respekt für dich. Wer hat gelacht? Ja, ey, hallo! Gemacht. Tut mir leid für die Respektlosigkeit. Ey. Ich hab mich schon gemeldet. Eigentlich der Nächste, sind wir hier, der lacht, bedeutet. Um das Ganze friedlich zu klären und irgendwie scheint sich das Ganze noch mehr aufzubrausen. Genau. No problem, hör zu, Mann. Bevor du seine Frage, lass uns seine Frage beantworten. Cheeto, nochmal deine Frage. Wie gesagt, so, bis gestern wollten wir zusammenarbeiten, ne, beide Seiten. Und... Jetzt verstehe ich nicht, wieso auf uns geschossen wird. Oder wieso es eskaliert hat zwischen Kali und OG, obwohl wir... Sein Wortlaut war gerade ein ganz anderer, Cheeto. Du hast gesagt, irgendwer stiftet Fitna und gegen wen mehr? Du musst es nochmal sagen. Ich verstehe keiner, warum geschossen wurde. Warum wir angegriffen wurden. Du setzt Fakt dich ein bisschen leise. Kali und OGs wollten ja indirekt ein Bündnis haben, richtig? Es ging aber nicht, weil die LCN dazwischen ist. Hermanos, das sind nicht meine Wortlaute. Also verdreh sie auch bitte nicht. Im Endeffekt haben wir uns dagegen entschieden. Und ganz normal gesagt, hör zu, Hermanos, wir sind mit der LCN-Verbündnis. Wieso kommt Breitenberg zu mir, Cardano zu mir und sagt, Bruder, wir wollen die LCN weghaben und wollen mit euch ein Bündnis? Okay, warte. Ich hab da auch noch was erzählt. Ganz gut. Blackie, warte. Alle, ja. Olaf ist jetzt auch da, dann lass mich die Geschichte von Breitenberg mal auspacken. Ja, sehr gerne, so, weil die ist wichtig. Ja, die ist sogar sehr wichtig. Jetzt also, ich war heute ein bisschen früher am Start, chille, auf einmal kriege ich einen Funk, ey, Breitenberg, der Baron, steht vorm Anwesen und will dich sprechen. Ich meine, kein Problem, bin direkt hingefahren, war eh in der Nähe. Ich meine, Breitenberg, ja, was gibt's? Also, ich will bitte aber gerne fahren, wir können das auch in deinem Auto machen. Ich meine, kein Problem, ich bin eingestiegen, er ist Beifahrer, wir sind ein bisschen losgefahren. Und dann sagt er zu mir, deine ehrliche Meinung, mit wem willst du ein Bündnis? Und ich rede hier von meiner Person, nicht irgendwie frag. Ich sage, meine persönliche Meinung war mit euch, aber wenn ihr euch 3 Tage Zeit lässt, 4 Tage Zeit lässt, dann dauert das zu lange, dann werden wir uns wahrscheinlich wen anders suchen. So denke ich über die Sache. Mhm. Dann meinte er, okay, mehr brauche ich eigentlich auch nicht. Dann meinte er, aber ich persönlich werde alles dafür tun, dass die LCM mit uns kein Bündnis mehr hat, sondern wir, dass wir ins Bündnis kommen. Ich meinte, Bruder, perfekt, ja, warum nicht? Das gefällt mir doch, dies, das. Also, wenn wir das Bündnis auflösen und ihr uns dann verrät, dann wirst du sehen. Da meinte ich, willst du mir gerade drohen, Breitenberg? Er sagt, ja, ich will dir drohen. Ich bin ausgestiegen. Ich habe mich beruhigt, bis 10 gezählt. Statt die Waffe zu zücken, habe ich einen Taser gezückt, habe den einfach getasert. Und dann meinte ich, ey, komm, steig ein, ist nur Spaß. Wirklich dir zuliebe, Bitcoin. Litecoin zuliebe, meinem Bruder. Und Loco zuliebe. Auch meinem Bruder natürlich.
Okay, dann passen wir. Warte. Ja. Wir sind weitergefahren. Und das ist das der Punkt, wo ich wirklich dann eigentlich schon schwarz gesehen habe. Ich meine, viele wissen wahrscheinlich nicht mal was von meiner Vergangenheit, okay. Aber ich bin halt wirklich in armen Verhältnissen aufgewachsen, sag ich mal. Und der hat halt dann so mäßig gesagt, und du wohnst bestimmt mit deinen 4 Brüdern in eine 2-Zimmer-Wohnung. Da meinte ich, nee, in eine 1-Zimmer-Wohnung auf Matratzen auf dem Boden. Das geht. Aber was ist daran so schlimm? Da hat er mir erzählt von so einem Burak, den er kennt, der auch so aufgewachsen ist, verstehst du? Und danach war noch so eine richtige Respektlosigkeit, da hat er so einen Witz gebracht. Willst du den hören, Bitcoin? Hat sich mit mir verglichen, Bruder. Ich sag dir, wir waren damals so arm, wir mussten Müsli mit Gabel essen, um Milch zu sparen, verstehst du? Und weißt du, was er sagt? Er sagt, ja, ich kann das nachvollziehen. Damals im Internat hatte ich immer nur 2 Rennpferde und der Rest hatte 5. Deshalb ist er arm. Und kann mich nachvollziehen. Er hat eine andere Warnung, Mahmoud. Für ihn ist es vielleicht ein armer Mensch, der 1 Million auf dem Konto hat. Für dich ist ein reicher Mensch mit 100.000 auf dem Konto. Ja, andere Wahrnehmung, Hermanos. Nee, sag dir mal. Moment, Breitenberg. Ja, möchte ich auch was. Nur eine kleine Kleinigkeit. Zum Beispiel auch, Bruder, das ist echt unangenehm, aber ich schau das jetzt einfach raus. Ihr habt ja bestimmt alle Klopapier. Wir mussten unseres waschen, um es nochmal zu benutzen, versteht ihr? So schlimm war das. Und darüber Witze zu machen, Bruder. Erzähl ihm auch die Geschichte mit den Süßigkeiten, Mahmoud, Digga. Oh, Bruder, erzähl ihm das auch noch, Digga. Sei ehrlich, als Kinder habt ihr alle Bonbons gegessen. Genau, Digga. Ja. Ja. Ich musste an Steinen lutschen, weil ich mir keine Bonbons leisten konnte, Jungs. Bruder, die hatten so wenig, die mussten alles teilen, Mann. Sogar ihr Schlafen mussten sie teilen. Sogar unseren Schlaf mussten wir teilen. Was hat er gerade gesagt? Hast du gerade Real Talk gesagt? Ist mineralhaltig? Also ich werde hier gerade beschuldigt ohne Ende. Also ich finde das erstmal gerade, ich finde das gerade ein bisschen respektlos von dem. Also er schüttet hier sein Herz aus der Kindheit aus. Egal in was für eine Situation wir sind, da ich will jetzt hier nicht so machen. Aber da muss man doch nicht noch Salz in die Wunde streuen. Wir reden hier nicht über eine Sache, die eben gerade gewesen ist. Wir reden über schlimme Kindheitserinnerungen, die er hier teilt. Und dann kommt ein, da sind viel Mineralien dran. Oder da muss ich, also das ist aber, ist sehr unkorrekt. Und ohne jetzt hier Partei ergreifen zu wollen, beziehungsweise zu sagen, jemand muss Partei ergreifen, dieser Spruch spiegelt trotzdem das auch ein bisschen wider, was Mahmoud eben geschildert hat. Gut, da möchte ich aber auch mal kurz was sagen. Ton. So. Natürlich wollte ich gerade zurück angreifen. So, das tut mir leid. Ich dachte, Mahmoud lügt die ganze Zeit, aber ich glaube, er meint das ernst, wenn ihr das alle so ernst nimmt. Dann war sein Kind halt wohl wirklich so. Ich habe das ihm erstmal jetzt nicht geglaubt. Eine andere Sache ist, mir wurde doch gerade unterstellt, dass ich alles dafür tue, ein Bündnis zwischen Kali und Octagram herbeizuführen. Mhm. Und 10 Sekunden vorher sagt man, ich habe Krieg angezettelt, indem ich Mahmoud beleidigt habe, um Octagram und Kali aufeinander zu hetzen. Was ich hier gerade vermute und was meine Aufnahme hier gerade ist, ich kann mich auch nichts daran erinnern, was passiert ist, und Mr. Bitcoin auch nicht. Wir wurden ja beide irgendwie ins Koma befördert. Was mir jetzt so gerade auffällt, ist, dass man hier wegen Belanglosigkeiten einen Krieg anzettelt. Und ich dachte tatsächlich bis eben, dass sie mich als Sündenbock benutzen wollten, dass Mahmoud irgendwelche Geschichten findet. Also ich werfe hier etwas in den Raum, wofür ich vielleicht gleich auch Ärger bekomme und deine Leute vielleicht nicht so erfreut sind. Aber ich kann dir eins sagen, verurteile mich deswegen, ist mir scheißegal. Aber wir haben das Gefühl gehabt, ich habe auch das Gefühl gehabt, wenn wir jetzt hier schon ehrlich sind, und ich denke, meine Jungs stimmen mir da ein bisschen zu, wir waren noch vor 3 Tagen im Gespräch, eventuell Bündnis hier, wie wär's? Da gab es einige Unstimmigkeiten, es war nichts beschlossen, man hat nur seine Gedanken ausgetauscht. See. Und seit gestern geht das Gerücht in der Stadt rum, dass Herr Toast seine Mafia wieder gründet und dass wir die neuen Bündnispartner werden. Und komischerweise, seit diesem Moment, habe ich das Gefühl, dass Breitenberg ein bisschen für Unruhe stiften will. Also, ich war gestern gar nicht da. Hermano, er war gestern nicht da und Chito hat es mir erzählt. Dann hat er es halt heute gehört. Er ist ja heute in der Stadt gewesen, heute hat er es ja angefangen. Richtig. Aber was soll es dann bringen, wenn er ja alles dafür tun würde, um ein Bündnis zwischen uns zu machen? Wieso sollte er dann Unruhe dabei stiften? Das verstehe ich gerade. Deswegen habe ich auch gefragt, ich verstehe das nicht, wieso das so
so weit gekommen ist. Ja, eben. Selbst wenn die Interessen der Kalis wären, ein Bündnis zu schließen mit euch. Eine Sache möchte ich gerne nein. Leute, Mahmud, lassen Sie mich aus. Alle Ausrede, was du machst! Lass mal jeden reden, ja. Wenn, selbst wenn die Absicht bestanden hätte, glaube ich nicht, dass man mir in den Rücken gefallen wäre. Da man ein Bündnis nicht immer in einem Krieg auflösen muss oder irgendwie durch Stress, wie nennt ihr das, Fitna? See. No, man kann darüber reden, andere Interessen, neue Geschäftswege. Man muss sich nicht hassen, man muss sich nicht töten. Man kann weiterhin irgendwelchen geschäftlichen Beziehungen haben. Aber warum wird gesagt, dass man das... Der eine möchte da Probleme, der andere möchte da Probleme. Wie wenig ist einem das Leben wert, wenn man einen Krieg anzetteln möchte? Ich möchte Krieg, ich möchte hier Krieg, ich möchte gegen diese Person schießen, ich möchte das. Man kann in Ruhe über alles reden. Hast du vorhin zugehört? Wir haben doch gesagt, ich möchte nicht über Besuche reden. Ja, ja. Weil ich schlafe gleich ein, nimm's dir nicht übel, Digga. Aber es ist nicht bedingt. Du hältst jetzt mal die Schnauze, Digga. Ich hab dich auch ausreden lassen. Okay, hört doch mal auf. Hey, sag uns mal. Hört doch mal auf. Du darfst Hallo, wir sind hier nicht um zu schreien. Marcel, du bist gerade nicht in der Position, mir da so etwas zu sagen. Wir sind nicht in deinem Keller und gefesselt. Wenn du reden willst, wenn du endlich mal was reden willst, Hermano. Dann musst du auch lernen. Ihr vergesst, ich lerne, ich weiß, was ich tue und was ich mache, Digga. Habt ihr vielleicht diese eine Sache vergessen? Dann gehen Sie. Dass ich Welche? Von euch abgestochen wurde, also angestochen worden bin. No, weiß ich nicht. Habe ein Messer von euch zwischen meine Brust bekommen. Ist das kein ich Grund auch für den Krieg? Ist das kein Grund für Krieg? Erzähl mir, voilà, Bitcoin, ich bin ein Hurensohn. Hör auf, so laut zu werden. Du verlässt Stopp, jetzt den ich Raum rede, oder ich töte dich. Nein, warten Sie. Ja, Sie stehen mal jetzt alle drüber. Leute, beruhigt euch doch mal, Gottverdammt. Ja, wir wollen euch. Also in erster Linie, Mahmud, tut mir leid, okay? Mahmud, wenn ich Sie irgendwie beleidigt habe, es tut mir aufrichtig. Die sollen die Waffen aus der Hand nehmen, oder? Ich muss schießen. Warte, mir, die Geschichte von Mahmud und Breitenberg war noch nicht... Oh, Hermanus, nimm die Waffen. Bitcoin, das ist dein Anwesen, ich glaube, das mit Mahmud. Bitcoin, klär das mal. Das ist dein scheiß Wohnzimmer hier. Hör zu, Hermanus. Okay. Ihr dürft euch aber auch nicht in meinem scheiß Wohnzimmer verstecken, in dem Marcel ein Don Teflon sagt, er soll die Fresse halten, mir. Das ist klar, das sein Hermanus. Jetzt stellt euch mal vor, ich würde zu Olaf sagen... Oder no. Stellt euch mal vor... Mein Vize, Breitenberg würde zu Olaf sagen, halt deine Fresse. Kommt mir gerade mit einem Grund, dass er unfreundlich zu Mahmud war und beleidigt Don Teflon gerade vor meinen Augen mir. Und wundert euch, dass sein Hermano gerade was sagen will? In welcher Welt leben wir, Mann? Wir leben in der Welt, in der wir gerade leben, Digga. Und sag mir, dass ich als erstes was falsch gemacht habe. Und ich bin doch ein Bastard, Digga. Fick mich. Hast du, Hermano. Was habe ich, als erstes falsch gemacht? Deine Zunge, Hermano. Deine Zunge ist falsch. Ja? Meine Zunge ist falsch, Digga. Ich rede auch nicht mit meiner Zunge. Ich rede das, was mir meine Eier sagen, Digga. No. Meine Zunge spricht das nur aus, was ich denke, Digga. Ja? Gut, Hermano. Und ganz einfach, Digga. Dann rede, ich sage dir nur, dann rede das, ihr was habt du sagen willst. Als erstes Unrecht getan. Aber mit Respekt. Ihr habt mir als erstes Unrecht getan. No, wisst ihr, was das Lustige ist? Die Geschichte mit Mahmud einfach, und Chito Digga. Ist nicht ganz zu Ende. Einfach. Mit Mahmud und Breitenberg. Was ist dann passiert? Wieso ist er im Krankenhaus aufgewacht, Mahmud? Sag es uns. Keine Ahnung, mehr weiß ich echt nicht. Gut, lassen wir das Thema. Also ich weiß nur, dass er mit dem Ding... Ich glaube, wenn Mahmud Breitenberg umbringen wollen würde, er hätte es sofort in dem Moment schon getan, wo seine Wut auf 180 war und... Ich sag euch alle mal, Mahmud. Ich sag euch mal, wieso überhaupt meine Männer einen Krieg oder euch angreifen wollten. Wie gesagt, ich und Breitenberg sind Leute, die nichts davon wissen, weil wir im Krankenhaus aufgewacht sind. Meine Männer sagten zu uns, Hermano, wir können euch nur eine Sache sagen, ihr beide seid im Krankenhaus aufgewacht, nachdem ihr zu den OGs gegangen seid. Das kann kein Zufall sein, lasst uns machen, wie wir wollen. Ich sagte zu den Hermanos dazu, ihr seid meine Familie, besprecht die Sache ohne mich und Breitenberg und guckt selber, was ihr machen wollt. Dann gehe ich mal da ganz stark davon aus, Hermano, dass zwei von zwei Kalis, die zu den OGs gehen, im Krankenhaus aufwachen, keine gute Quote sind, Hermano. Dann musst du auch meine Männer verstehen, Marcel. Kann ja sein, dass sie einen Autounfall... Wir hatten nichts damit zu tun, Mann. Kann ja sein, dass er einen Autounfall auf dem Weg hatte. Klar, no problem, aber man geht trotzdem davon aus. Gerade wenn man einen Marcel am Telefon hat, der sich fünfmal im selben Satz widerspricht und der mich nicht zum ersten Mal angelogen hat, nicht zum zweiten Mal, nicht zum 20. Mal. Das ist eine komplette Lüge, was du da gerade hast. Sie klar, no problem. Wir 50 Mal widersprechen. Wollen wir einfach mal aufhören, uns mit Lügen zu bezichtigen und einfach mal ein bisschen entschuldigen und sagen, was du sagen möchtest. Ich sag dir auch was, Digga. Du gehst mir auf den Sack, Digga. Du hörst dich an wie ein abgehobenes Stück Scheiße, Bruder. Tut mir leid. Dankeschön. Das ist meine Meinung, Digga.
Finde ich als, nehme ich als Kompliment auf. Ja, danke. Okay, nimm es als Kompliment, Digga. Bitcoin, entweder wir finden da eine Lösung, Digga, oder ich sehe schon, der eine von euch hat Respektlosigkeit eine Waffe in der Hand und will mich direkt abknallen. Was soll denn das? Mano, du hast mir versprochen, wir reden hier, Digga. Hier wird niemand erschossen. Leute, ja, nehmen alle die Waffen jetzt weg. Aber Marcel, du kannst nicht davon ausgehen, Hermano, dass ich einen LCN-Don, der selber seine Familie hat, ihn zu ihm sage, Hermano, no, du hältst jetzt deine Männer zurück, lasst ihm ruhig euch beleidigen. Deswegen sage ich dir nur, lasst uns das sachlich angehen, ohne Beleidigung, Hermano. Und du hast hundertprozentig mein Wort, ihr alle, dass hier niemand mit den Füßen zuerst rauskommt. Niemand. Ich habe eine Frage. Hermano, du bist in der Position zu sagen, Sie haben ja gesagt, wir sind davon ausgegangen, deswegen wollten wir zu euch. Wir hatten nicht nur ausgegangen, Hermano. Sehr, sehr, sehr stark in Verdacht. Und viele Männer wussten, was passiert ist. Ja, wussten es. Aber woher wussten die Männer das denn? Also wieso? Ja, sie, Hermano, okay. Wir hatten ja nichts damit zu tun. Kann ich dir sagen, gerne wissen, was das für Leute waren. No, Hermano. Irgendeiner hat irgendwas gesagt von Sie, HW? Sie, wir sind zu Breitenbergs GPS gegangen. Und ja, den Rest können Sie sich wohl selber denken. Er darf es nicht sagen. Ja, das ist das Problem, ja. Der Gast nervt. Ich verstehe es nicht. Finde ich auch. Warte mal, was ist mit meinem GPS? Ich habe nicht zugehört. Nee, das ist alles gut. Das ist das Problem, ja. Wir wollen reden, aber können nicht reden. Junge, wir waren, verdammte Kacke, wir waren wie zusammengebunden, wir waren sehr gut mit Deutsch und jetzt haben wir gesagt, die unnötig Beef. Ich weiß gar nicht, was Sache ist. Ich blicke gar nicht durch. Keiner versteht es. Wallach, ich verstehe es. Marcel hat es doch gesagt, er hat einen Stich bekommen aufgrund einer Vermutung. Warte mal, warum hat Marcel einen Stich bekommen? Das verstehe ich jetzt nicht. Vom Bitcoin. Mr. Bitcoin. Wieso? Das darüber dürft ihr mir nicht sagen jetzt eigentlich. Aber warum? Dann sag ich aufgrund der Vermutung, dass Mahmoud Breitenberg getötet haben soll. Obwohl jeder weiß, wenn Mahmoud ihn töten wollen würde, er hätte es da schon gemacht, als sie im Auto saßen und er statt der Waffe den Taser. Das wissen wir doch selber nicht. Genau, Mirda, und das ist das Problem. Okay, ich bin ein Mensch, ich weiß es ganz genau, dass ich nicht einfach ein Hermano, ein Bruder von mir, Mirda, der mich Bruder nennt und den ich Bruder nenne, einfach ein Messer in die Rippen stecke. Da muss mehr dahinter sein. Ganz kurz, nur eine Kleinigkeit, bitte. Der hat es ja gesehen hier, oder? Anscheinend, warum hat er uns dann nicht gestimmt, wenn ich ihn abgeknallt habe? Warum hat er mich dann nicht abgeknallt? Er lag ja am Ende nicht, oder? Also warum hat er es... Verstehst du, wie ich meine? Harvey? Alle einmal bitte die Beine vertreten. Sie, Breitenberg hat uns nicht mehr geantwortet und dann ist ein Heli von uns losgeflogen. Aber hast du mich gesehen, wie ich ihn erschossen habe? Das ist das, was ich nicht frage. Keiner von euch wurde gesehen. Ja, das ist ja nur eine Vermutung. So. Oh shit. Darf ich meine Situation? Also, erstens, wir waren bei der Justiz. Herr Breitenberg hat schon den ganzen Tag von etwas geredet, vom Bündnis irgendwas. Und dann wollte er mit Chico zu den OGs. Wir standen davor, da war irgendein Zivilist und dann hat er alle weggeschickt, bis auf Chico. Irgendwann später kam kein Funk mehr durch von Mr. Breitenberg. Danach ist irgendwann Mr. Bitcoin aufgewacht, dann ist er zu den OGs gefahren und von ihm kam später auch kein Funk mehr durch. Okay. Dann sind wir mit dem Helikopter zu dem GPS von Mr. Bitcoin und wer liegt da? Mr. Bitcoin? Oder also auf jeden Fall lag da eine Person. Ich weiß auch, wer das war. Schwachsinn, Mirda. Ja, ich weiß auch, wer das war. Und dann wer schießt auf uns? Ein lilaner Helikopter. Interessant. Warte mal, Fasi. Angeblich war ja Breitenberg und Chico zusammen. Das kann ich sogar bestätigen. Aber wenn Breitenberg lag, dann muss doch Chico was davon gewusst haben. Chico ist auch im Krankenhaus aufgewacht. Könnt ihr mir das bitte erklären? Stimmt, ja. Chico ist auch im Krankenhaus aufgewacht. Jo. Wie sollen wir euch das erklären? Ehrlich, Alter. Wenn ihr das selber nicht mal. Aber also, die waren bei den OGs. Die sind zu den OGs gegangen. Ich weiß nicht. Ja, aber kann ja auch sein, dass er in Kannstein gestolpert ist. Ich kann eine Vermutung. Aber wieso bin ich dann auch im Krankenhaus aufgewacht? Das habe ich denn. Das Problem ist, wenn wir es jetzt mal so sagen können, selbst die Verwehrung ist gerade verwehrt. Darf ich kurz für Fasi erklären? Es geht gerade nicht um, ob Mr. Bitcoin dort und dort aufgewacht hat. Es geht gerade darum, dass auch auf jeden Fall ein lilaner Heli auf uns geschossen hat. Das ist die Tatsache, warum wir wissen, dass ihr das wart. Das war mit der Aktion mit Bitcoin da vorne. Ihr habt auf uns geschossen. Unsere Männer wurden geschossen. Genau. Auf beide Seiten. Was würdet ihr dann machen? Ich stelle die Gegenfrage. Was würdet ihr dann machen, wenn
ein Bitcoin oder jemand anderes von einer hohen Position oder selbst jemand, der keine hohe Position hat, einen Stich zwischen die Rippen bekommt. Von jemandem, der, den man dazuordnen kann zu der Helikopterfarbe. Würdet ihr dann hinlaufen und die Leute in den Arm nehmen oder davon ausgehen, dass es auch eine Gefahr ist und drauf schießen? Das auf jeden heißt, Fall. Das heißt auf nicht, dass es gut ist, aber der Grund ist ja relativ plausibel. Wenn jemand mit einem braunen Mantel oder mit einer braunen Hose einen Bruder von uns einen Stich gibt und es kommt ein braunes Flugzeug, dann ist ja klar, dass man als Fraktion das Feuer eröffnet. Das würde jeder hier im Raum genauso machen. Aber das ist richtig, 100% recht. Moment, Loco. Das ist 100% richtig. Aber das ist ja wieder Aktion, Reaktion. Aber Hermano, wenn, ich weiß nicht, was ich gemacht haben soll, aber wenn du dir sicher sein kannst bei einer Sache, dass ich niemals mit meinen Hermanos ohne Grund so umgehen würde, wenn ich irgendwas getan haben sollte. Warte mal, niemals. Und deswegen verstehe ich nicht, Schnauze, Loco, ganz kurz, Hermano. Deswegen verstehe ich nicht, wieso wir nicht unsere Lösung diskutieren, sondern darüber rätseln, was passiert ist und der hat das vergessen und der darf dieses, mir da. Wir kommen niemals auf einen Punkt zu. Niemals. So. Wir schaukeln uns nur hoch mit unseren Emotionen. Sieh, Loco. Ganz kurz. Okay, hören wir mal zu, ganz kurz. Okay, wir gehen jetzt alle davon aus, Mr. Bökon hat Marcel getötet, Mahmoud hat Breitmeier getötet, danach wurden Chico umgebracht von euch. Wir haben Mahmoud eure hat, Männer umgebracht. Ganz kurz, Olaf, bitte. Ja, aber du stellst ja eine Behauptung auf. Nein, hör mal zu. Wir gehen davon aus. Warte mal, wir gehen davon aus. Wir gehen davon aus, dass es stimmt. Was machen wir denn hier? Wir reden doch gerade genau da. Wir gehen davon aus, doch. Wir gehen davon aus. Ich sitze da. Und genau deswegen, Olaf, lass uns über die Lösung sprechen und nicht über das, was passiert ist. Bitcoin, ich lasse es nicht hier im Raum stehen, dass jemanden, für den ich meine Hand ins Feuer legt, ein Mord zugesprochen wird von jemandem, der nicht mal dabei war. Ich lege jetzt meinen Schwanz hier auf den Tisch und mir kann den jeder abschneiden oder drauftreten, dass Mahmoud Breitenberg nicht getötet hat. Schaut dir jetzt, Cracky Mann. Jeder weiß, dass Mahmoud, wenn er will, 10 Leute auf einmal holt. Und hätte er das Bedürfnis gehabt, Breitenberg zu ficken, dann hätte er es in dem Moment gemacht, wo er aus dem Auto ausgestiegen ist. Aber das hat er nicht gemacht. Also lass dich nicht, egal von wem, hier im Raum behaupten, dass Mahmoud ihn getötet hat. Das ist einfach eine Unterstellung und bringt Negativität hier in den Raum. Darf ich ganz kurz was sagen zu dieser Breitenberg-Sache? Warst Chico, du dabei? Oh, ja, ich war dabei. Chico und Breitenberg waren unten bei uns im Anwesen. Die wollten über dieses Bündnis sprechen, abgesehen jetzt von diesem Bündnis. Ich war mit Olaf im Auto. Olaf hat Marcel angerufen, also durchgefunkt, dass er mit Breitenberg, dass er ihm sagen soll, er soll später kommen, weil wir irgendwas... Ja, genau. Breitenberg ist dann mit Chico zu Fuß gegangen. Ich habe einen von denen, ich weiß nicht wen genau nochmal, habe ich gesagt, ja, gib Breitenberg und Chico das Motorrad. Und dann sind die weggefahren. Und ab dem Moment habe ich nichts mehr von denen gehört. Was